Man kann durchaus sagen, dass dem heutigen Geschehen an den Aktienmärkten eine gewisse Tragik innewohnt, denn normalerweise ist am Montag Impfstoffoptimismus angesagt und die Algorithmen sind darauf programmiert. Am Montag, da wird gekauft, weil da ist Impfstoffhoffnung. Und Impfstoffhoffnung ist natürlich positiv, weil wir dann das Coronavirus praktisch von einer Sekunde auf die andere loswerden. Also kannst du bedenkenlos kaufen. Und siehe da, als dann die Wall Street eröffnete, 14:30 deutscher Zeit, da ist der Nasdaq auch mit sofort wieder nach oben gelaufen. Wahrscheinlich haben da einige Algorithmen nicht aufgepasst, waren nicht vollumfänglich informiert. Denn wir haben eine etwas unschöne Situation mit eben zunächst mal der Gewinnwarnung respektive der Prognosesenkung von SAP, dem Schwergewicht im DAX, und dann hatten wir diese Geschichte mit dem Coronavirus, die steigenden Zahlen, ohne dass jetzt da der Impfstoff sofort greifbar wäre, und wir hatten vor allem etwas, was normalerweise gut als Ersatz herhalten kann. Wenn jetzt kein Impfstoffoptimismus der Fall ist, dann haben wir normalerweise einen Stimulusoptimismus, aber jetzt merkt man so langsam, oh, das wird knapp, also vor der Wahl, das wird sehr eng. Dementsprechend war dann praktisch das der Fall, was bei Rechnern oft der Fall ist, 0 oder 1, und wenn du 1 erwartest und es kommt 0, dann stürzt du ab. Und so war das dann mit den Algorithmen auch, die haben sich geirrt, die waren anderer Auffassung, wurden dann aber eines Schlechteren belehrt, und so kommt das zustande, was wir heute gesehen haben. Schauen wir uns den DAX mal an. Den hat es richtig erwischt. Da ist vor allem SAP dran schuld. Ich glaube, über 20% hat es das Schwergewicht, das 11% der Marktkapitalisierung des DAX ausmacht. Mit Abstand stärkstgewichtetster Wert im deutschen Leitindex hat den DAX um 3,5% nach unten gedrückt. Kassaschluss ist dann nachbörslich sogar noch ein bisschen weiter nach unten gegangen. In Frankreich nur 1,9%, UK nur 1,2% knapp, auch Spanien, Italien 1,6% der Mikroranta. Also da ist nicht so viel passiert wie beim DAX. Bei den Freunden in den USA hat es den Dow Jones relativ heftig erwischt, vor allem auch die Nebenwerte im Russell 2. Aber das sehen wir uns gleich später mal an. Das ist die glorreiche SAP, die ja lange sehr, sehr gut gelaufen ist. Und hier sehen wir ein ziemliches Monster-Gap nach unten. Schon am Sonntagabend hatte man die Zahlen berichtet, wahrscheinlich um die Investoren mental auf das vorzubereiten, was heute kommt. Da sind wir jetzt schon in Richtung Tief aus dem Corona-Crash unterwegs. Die Frage ist halt, ist das eine Indikation für das, was die Tech-Werte in den USA jetzt bringen werden, die ja vor allem am Donnerstag mit Apple, Amazon, Alphabet, Facebook berichten werden. Da sind Billionen an Marktkapitalisierung am Start, die da bewegt werden aufgrund der Zahlen. Ist das eine Indikation oder gilt das jetzt nur für SAP und vielleicht Oracle oder irgendwie solche Anbieter? Das ist die große Frage. Die Charts übrigens von Capital.com, bevor ich das jetzt restlos vergesse. Natürlich ist hier die Virusangst so ein bisschen ausschlaggebend. Weniger die Virusangst als eben die Lockdown-Angst. Hier in Deutschland soll am Mittwoch eine Videokonferenz zwischen Merkel und den Regierungschef aus den Bundesländern stattfinden, mit möglicherweise der Ansage, wir wollen die Restaurants und Bars und so weiter schließen. Andere Geschäfte können offen bleiben, feiern verboten werden etc., nachdem wir hier sehen, dass wir hier zum Beispiel den 7-Tages-Rolling Average natürlich mit sehr, sehr stark steigenden Zahlen haben, vor allem in Frankreich, UK, Spanien, Italien, Deutschland, da verhältnismäßig noch am besten, aber die Lage ist natürlich unschön und das sorgt dafür, dass die Konjunkturdaten schlechter werden. Wir sehen hier den IFO-Index, das erste Mal jetzt nach 5 Monaten Anstieg einen Rückgang, und vor allem die Aussichten seien nicht so toll, sagte das IFO. Das hat also hier durchaus eben diese realwirtschaftlichen Auswirkungen. Jetzt sagen manche, okay, je schlechter die Daten, umso besser, weil dann muss die Notenbank was machen. Aber blöderweise hat sowohl die Fed als auch die EZB eben gesagt, ja, so schnell machen wir nichts. Die EZB wird wohl im Dezember irgendwas veranstalten. Die Fed dürfte da noch nicht so weit sein, wirklich konkret etwas zu überlegen. Und jetzt eben das Blöde ist, wir haben keinen Stimulus-Optimismus. Cutlow auftritt heute wieder im TV. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann hole den Cutlow aus dem Karton und du versuchst ein bisschen die Märkte nach oben zu ziehen, aber das hat er heute nicht geschafft. Larry Schönsprech Cutlow, der gesagt hat, ja, wir haben nach wie vor das Problem mit den Demokraten, dass Local Spending Provisions, also praktisch
praktisch die Unterstützung für Lokalverwaltungen, für Bundesstaaten. Das ist nach wie vor das große Problem. Trump könne einige Punkte von dem Pelosi-Plan nicht akzeptieren. Was ein Wunder, dass das sozusagen nach wie vor nicht der Fall ist. Wirklich ein Rätsel, wie man immer wieder an diesen Stimulus-Optimismus glauben kann. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist eigentlich, wenn die Demokraten wirklich diesen Sweep machen sollten? Die Chancen sind laut Predicted, Wettplattform ja ein bisschen geringer geworden. Und dann würde so 2 bis 2,5 Billionen an Stimulus kommen. Jetzt hat ein Journalist bei Fox News, Gasparino, der allerdings sehr vertrauenswürdig ist, gesagt, Biden will 2,0 Billionen an Stimulus bringen. Hier das nächste Szenario, würde Biden Präsident werden, aber der Kongress bleibt geteilt. Also wahrscheinlich der Senat weiter in der Hand der Republikaner. Hätten wir Stimulus von 500 Milliarden bis 1 Billion, auch nicht schlecht, aber halt viel weniger. Und dann haben wir noch Trump gewinnt und der Kongress bleibt geteilt, also wahrscheinlich dann das Abgeordnetenhaus demokratisch, dann wären es 1,5 bis 2 Billionen. Also das Schlechteste wäre, wenn Biden gewinnt und der Senat sozusagen in der Hand der Republikaner bleibt nach dieser Rechnung. So oder so, wir haben BlackRock, diesen Giganten, der heute gesagt hat, naja, ich stufe jetzt mal die US-Staatsanleihen ab auf Untergewichten und stufe gleichzeitig die sogenannten TIPS nach oben. TIPS sind Treasury Inflation Protected Securities. Das sind also praktisch Anleihen, die ich kaufen kann, bei denen ich aber gleichzeitig einen Inflationsschutz habe. Mit anderen Worten, was uns BlackRock damit direkt sagen will, ist, Inflation kommt. Aber was ist jetzt, wenn diese Inflation nicht kommt, weil eben das Coronavirus dafür sorgt, dass letztendlich viele Businesses schließen, viele in finanziellen Problemen sind? Wie soll da Inflation entstehen, wenn vor allem eher Leute freigesetzt werden, nicht irgendwie Nachfrage anzieht, da steigen Löhne normalerweise nicht? Also das ist halt die Frage, ob das passiert, ob das kommt. Das muss man sehen. Jetzt kam dann heute JP Morgan um die Ecke und hat gesagt, guckst du, also wenn jetzt der Donald gewinnt, ne? Das wäre doch das Allerbeste. Dann wäre nämlich unser Kursziel für den S&P 3.900 Punkte. Und der hat heute erfolgreich die 3.400er Marke unterschritten. Also 500 Pünktchen wären es dann noch. Das wäre natürlich das allerbeste Szenario, sagte JP Morgan. Und man wirft mir immer vor, ich würde Mainstream-Umfragen hier bringen in Sachen Trump. Jetzt bringe ich ja mal ein bisschen weniger Mainstream. Rasmussen zum Beispiel, die immerhin vor 4 Jahren das einzige nennenswerte Meinungsforschungsinstitut waren, die gesagt haben, Trump gewinnt. Die sagen, ja, in einem National Poll 48% Trump, 47% Biden. National ist halt immer so eine Frage. Was bringt es, wenn ein einzelner Bundesstaat darüber entscheiden kann, ob Trump oder Biden die Wahl gewinnt, je nachdem ein paar tausend Stimmen hier oder da. Das macht durchaus einen Unterschied. Und wir haben Helmut Norpoth, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der sagt, das wird eine ganz klare Geschichte für den Trump. 362 Sitze zu 176 Sitzen. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Da ist zum Beispiel auch, dass Trump New York gewinnt. Und wie das passieren soll, das muss man mir erklären. Aber nur mal um die Trumpianer, die ja derzeit sehr auf diese beiden Laptop-Geschichte fixiert sind und sich da nochmal den Gamechanger erhoffen, der bisher aber nicht kommen will, um da ein bisschen Futter denen auch mal zu geben. Aber das Problem von Sid Donald ist natürlich, dass Corona-Geschehen in den USA zieht auch wieder deutlich an, über 80.000 Fälle, 83.000 Fälle, glaube ich, so viel wie noch nie in den USA. Und es sind vor allem die Staaten, die im mittleren Westen liegen. Wir haben North Dakota, South Dakota, Montana, die meisten Infektionen auf 100.000 haben, Wisconsin, Idaho, Nebraska, Wyoming, Utah, Iowa, Illinois. Also das sind so diese Staaten, die eigentlich hier wirklich mittlerer Westenstaaten sind, teilweise Swing States sind, die besonders stark betroffen sind. Also wenn man so will, die Trump-Fanbase, könnte man sagen, infiziert sich gerade. Und die Frage ist, ist jetzt all das, vor allem diese zweite Welle, die offenkundig da ist in Sachen Corona, ist das wirklich adäquat bepreist? Die Risikoprämien jedenfalls sind nicht allzu hoch für die Aktienmärkte. Heute hat man vielleicht festgestellt, ein bisschen vielleicht doch hoch. Wenn wir jetzt einmal schauen, dass möglicherweise die Wahl doch knapper werden könnte, als wir dachten, dieser demokratische Sweep nicht kommt, möglicherweise der Senat republikanisch bleibt und die Geschichte eng werden kann zwischen Trump und Biden. Wer weiß es schon. Jedenfalls muss man diese Frage stellen. Und man sieht auch, dass der VIX, die Vola-Erwartung auf die S&P 500 Aktien,
jetzt deutlich nach oben ausgebrochen ist, aus dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die wo normalerweise eine bullische Formation ist, wie Jürgen Klinsmann sagen würde, der ja gern solche Relativsätze gebraucht. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich jetzt durchaus noch einen Schub in Sachen Risiko geben kann, in Sachen ansteigender Volatilität. Und über Volatilität muss sich der Recep Erdogan auch nicht beschweren. Der hat viel Volatilität, allerdings mehr als in Libis, in der türkischen Lira, die heute das erste Mal über, also Dollar, türkische Lira, das erste Mal über die Marke von 8 Dollar gestiegen ist, nachdem der Recep in einer Rede gesagt hat, der Macron, der sei ein bisschen wahnsinnig, und aufgrund dieses Geschehnisses dort in Frankreich mit der Ermordung des Lehrers und jetzt dazu aufgerufen hat, französische Waren zu boykottieren. Und jetzt hat man natürlich so einige Problemchen, diese ganze Geschichte Armenien, Aserbaidschan, wo die Türken auf Seiten der Aserbaidschaner stehen. Man hat ein Inflationsthema, man hat das Thema, dass die Notenbank die Zinsen nicht angehoben hat. Da ist also einiges in der Mache, Wirtschaft relativ im steilen Absturz. Und wenn wir uns mal die Entwicklung der türkischen Lira anschauen, dann hat die seit dem Jahr 2008 sagenhafte 86% zum US-Dollar verloren. Und der Dollar hat ja jetzt nicht gerade den massiven Höhenflug erlebt seit dem Jahr 2008. Also klar, in der Finanzkrise ist er mal kurzfristig sehr stark aufgewertet, aber dann ging es eigentlich kontinuierlich nach unten und die türkische Lira ist denn noch schwächer. Und abschließend wollte ich Ihnen noch zeigen, China wird jetzt auch ein bisschen unangenehm. Da hat man jetzt Boeing, Lockheed Martin sanktioniert, weil die Amerikaner wieder mal Waffen an Taiwan verkauft haben. Das ist für die Chinesen ja ein absolutes No-Go. Und jetzt wird man auch gegen amerikanische Medien vorgehen. Die müssen sozusagen jetzt genau sagen, wo ihre Operationen sind, welche Immobilien sie haben etc., müssen ihre Mitarbeiter melden. Also die werden jetzt richtig gegängelt, könnte man sagen. Ähnliches haben die Amerikaner ja schon mit den chinesischen Medienunternehmen gemacht. Also wir sehen hier vielleicht die Voraussetzung für den nächsten Handelskrieg-Optimismus, um es jetzt mal positiv zu wenden. Das wäre vielleicht dann eine tolle Geschichte für den nächsten Montag, nachdem die Algorithmen heute richtig auf die Fresse gekriegt haben, auf Deutsch gesagt, und vor allem jene, die in SAP waren, dürften heute nicht wirklich erfreut gewesen sein. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt kommt natürlich diese ganze Wahlgeschichte immer mehr ins Laufen in den USA. Wir haben die Berichtssaison, die einen absoluten Hochpunkt in dieser Woche erreichen wird. Wir haben die Corona-Situation, wir haben möglicherweise neue Lockdowns. All das sind Faktoren, die jetzt für ziemlich viel Volatilität an den Märkten sorgen könnten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da sehen wir schon weiter, hat eins der Franzi gesagt. Und ich sage Ihnen Servus und Ciao.